Grüße Leute und willkommen zurück bei Dark Souls 2. Ich habe eine neue kleine Passage deck gehabt, das habe ich leider offline gemacht, ich konnte es euch nicht zeigen, also offscreen. Es geht da hinten lang beim Hund, da werde ich jetzt euch nochmal kurz demonstrieren. Das habe ich mit Jonas völlig übersehen oder hat mich nicht darauf hingewiesen oder ist eigentlich für unnötig gehalten, ich weiß es nicht direkt. Auf jeden Fall gibt es hier noch einen Abschnitt. Moment, ich gehe mal kurz mit euch ab, damit ihr ja nichts verpasst. Und da habe ich noch ein paar Items gefunden, nichts Besonderes natürlich, ne? Sonst hätte ich mich ja geärgert, dass ich den Part nicht aufgezeichnet habe. Aber ich habe nicht gewusst, dass ich hier noch nicht so richtig war, als ich mich hier ein bisschen umgeguckt habe. Okay, Fetti werden wir auch noch gleich umlegen. Mal einhändig nehmen. Ich habe jetzt den Ring dran, der mir gegnerische Seelen quasi mehr droppt. Und natürlich den Ring noch dran, den ich besonders geil momentan finde, der mir gegnerische TP gibt, wenn ich sie kille. Okay, hier geht's weiter. Dann auf dieser Plattform. Und dann kann man sich da runterfallen lassen und da gab es Gegenstände. Und dann werde ich wieder zum Leuchtfeuer zurückgeführt. Und dann komme ich auch an den Gegenstand rein, wo ich mich eigentlich von oben hätte runterfallen lassen müssen. Nach Jonas seiner Aussage. Muss ich aber gar nicht. Also man kommt da auch so hin, wenn man diese Schleife geht. Aber da geht es halt nicht mehr weiter. Deswegen können wir erstmal beruhigt, sag ich mal, an der Stelle weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und zwar hier. Indem ich die ganzen Losers hier bestreite. Ja, ich bin aber trotzdem nicht ganz so optimistisch. Ich habe hier schon, als ich mir umgeguckt habe, sinnlos ein Lebenspart, ein Lebensbild heißt es ja, Lebensbild verbraucht. Ehrlich, ich nenne es lieber Menschlichkeit. Das ist mir irgendwie lieber. Also im alten Dark Souls hieß es halt Menschlichkeit und das war irgendwie auch eingängiger. Menschlichkeit. So. So, die beiden Nasen. Die meiste Furcht habe ich immer noch von diesen Schattenklingen. Oh, Fackel gekriegt, eigentlich auch nicht übel. Und da ist meine, naja, ihr seht es ja gerade, meine Überreste. Da war ich vorhin schon und bin abgekratzt. Deswegen habe ich den Part nochmal neu aufgenommen. Ich muss das Ganze nicht gleich mit dem Tod starten. Also das halte ich für unnötig. So, Snoopy. An dem bin ich auch noch gestorben, weil der erste Schlag daneben ging. Ist ja jetzt nicht der Fall gewesen. Und ihr seht, der TP-Ring, der zieht ziemlich gut. Also ich kriege immer so ein kleines Stückchen dazu, wenn ich einen Gegner besiege. Ist jetzt vielleicht nicht so geil, wenn ich kurz vorm Tod stehe, weil der Gegner erst tot sein muss, bevor ich das TP kriege. Naja, aber ich finde ja trotzdem was. So, jetzt müssten hier noch eine Nervensäge. Und da hinten müsste noch eine sein, genau. Und ihr seht, wie gut sich das füllt. Ah, da oben kommt schon der nächste. Kennt man jetzt mittlerweile alles schon. Schön runtergesnipert. Trotzdem weiß ich nicht ganz genau, wie ich mich in diesem Loch hier verhalten soll. Das Ganze sieht ja aus wie Schandstadt aus dem ersten Teil. Da hat Jonas schon recht. Das Schandstadt war halt noch sehr groß, das Giftthema mit dem Sumpf unten drin und so weiter. Und ich kann nur jeden raten, holt euch Dark Souls 1 und spielt es einfach mal. Also es lohnt sich wirklich. So, taktisch vorgehen. Jetzt kommen hier diese Sprenghainis. Wenn ich was nicht leiden kann, dann sind es diese abgefuckten Sprenghainis. Ja, genau deswegen, weil die mich immer wieder kriegen. Die kriegen mich jedes Mal. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich nehme jetzt erstmal einen Estus. Ist ja auch egal. Oh, da oben ist ja noch einer. Hat das Ding Blitzschaden dran? Was habe ich denn da für eine Klinge ausgewählt? Ist das das Heideritterschwert? Kann das sein? Heideritterschwert, ja. Ich soll ja nicht den Degen nehmen, hat man mir gesagt. Weil der ziemlich viel mit Geschicklichkeit skaliert und die habe ich nicht, weil ich mich auf Kraft geeinigt habe. Also habe ich gesagt, hey, ist ein guter Vorschlag, ich nehme eine andere Waffe als den Degen, die trotzdem leicht ist. Und da ist mir halt das Heideritterschwert eingefallen. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das so ideal ist. Da könnte ich ja nochmal einen Tipp kriegen. Wenn nicht, dann nehme ich halt das Bastardschwert oder so. Also da bräuchte ich nochmal einen kleinen Hinweis, wer mir den halt geben kann. So, wieder runter. Huha. Eigentlich recht schön, dieses Level. Ich meine, alle finden es abgefuckt. Ich mag es irgendwie. Ich mochte auch Schandstadt, wie gesagt, im ersten Teil. Es hat zwar wie die Hölle geruckelt und, naja, wie soll ich sagen, und der ganze Giftthema, das war ein bisschen sehr übertrieben. Aber hey, was soll's, ich habe es trotzdem irgendwie gemocht. So, jetzt mal gucken, wo, wie, was schießt. Ich mag nicht angeschossen werden von diesen Mistviechern. Warum ich jetzt die mit dem Schwert kaputt mache hier, ist einfach, ich will mein Großschwert nicht weiter kaputt machen. Es ist doch sehr labil. Uah, noch mehr Gift. Aber hat nicht getroffen, sehr gut. Aber ehrlich mal gesagt, wer baut denn so eine Scheiße? Den Architekt müsstest du gleich feuern. Völlig Verwirrung. Wahrscheinlich haben sie diese armen, dämlichen Gestalten hier gebaut, diese Hirnlosen. Obwohl die ja nicht völlig hirnlos sind. Man merkt ja, die tricksen uns eigentlich ziemlich oft aus. Also nicht. Waffe wechseln? Ja. Eigentlich doch keine gute Idee. Lieber beidhändig nehmen und den Vieh mal ordentlich eine...
Nein, der Sprenger. Nein, nein, nein. Habe ich schon Nein gesagt? Oh, ist das miese. Ja, und ich habe den Ring der Lebenssicherung nicht dran gehabt. Einfache Begründung, gibt keine. Doch, ich mache die meistens erst dran, wenn ich mehr als 3000 Seelen habe. Sonst lohnt es sich nicht, diesen Ring ranzunehmen. Ganz einfach aus dem Grund, wenn er zerbricht, muss man ja 3000 Seelen bezahlen, um den zu reparieren. Also hätte man hinterher, wenn man keine 3000 Seelen gesammelt hat, ein Verlustgeschäft gemacht. Also er lohnt sich erst bei größeren Mengen, eigentlich erst so ab 5000. Weil man hat ja schon ab bei 3000 ein kleines Verlustgeschäft gemacht, wenn man die wieder braucht, um ihn zu reparieren und nichts von den Seelen hat. Also das ist dann... Dann lieber nochmal einsammeln. Ach, ich weiß auch nicht so richtig. Vielleicht ist 3000 auch wirklich die Grenze. Ich werde jetzt mal aufhören zu jammern und mir meine Seelen wiederholen. Ich habe schon genug in diesem Level verloren. Boah. Gut, das ging gut. Da gibt es auch noch gleich ein giftiges Wurfmesser. Ja, das weiß ich mittlerweile, was die droppen. Einer kann mal ab und zu eine Fackel droppen, aber ansonsten gibt es immer nur giftiges Wurfmesser. Ach, die Gegner sind hier echt räudig. Also... Aber am meisten sind diese Sprenggegner auch die größten Assis. Wer sich die ausgedacht hat, der hat gestraft. Oh, der Hund hat was hinterlassen. Ich bin gespannt. Aromaschlick. Was war das denn nochmal? Giftiges Wurfmesser. War das denn so praktisch? Aromaschlick? Ich kann mich gar nicht erinnern. Inventar. Ich hoffe, mich greift jetzt keiner an. Na, das ist das Übliche bei Dark Souls. Wie finde ich den Shit, den ich gerade gefunden habe? Seelengefäß. Ich muss immer gucken. Oh, ich habe gewusst. Du Mistkerl. Ey, man hat hier nie Ruhe. Ich habe übrigens noch einen glänzenden, seidigen Stein gefunden. Das gefällt mir. So, nochmal gucken, was das Aromaschlick war. Solange kann ich ja noch ein bisschen regenerieren und ein bisschen Zeit fürs Let's Play quasi schnorren. Es muss auf jeden Fall mehr als eins was sein. Das ist alles 1, 1, 1, 1, 3. 4, 4. Aromaschlick. Vorübergehend Magie. Coole Sache. Für Gegner, die sehr magieempfindlich sind. Weiß ich aber nicht, wer das ist. Und ehrlich gesagt... Die coolste Fähigkeit, die ich hier gerade gesehen habe, ist eigentlich die Fähigkeit, seine Waffe mit Schatten zu infizieren. Und ich habe gerade gemerkt, Schatten, also habt ihr bestimmt beim letzten Mal schon gemerkt, der Typ müsste gleich noch runterkommen. Was macht denn er da? Ist der völlig bekloppt? Ich wollte gerade zu Ende erzählen, jetzt komm doch mal hoch. Runter meine ich. Na, gehe ich halt hoch. Dass Schatten ziemlich reinzieht. Ich weiß nicht, ob das an meiner geringen Resistenz liegt oder an meiner Ausrichtung. Dass bei mir Schattenangriffe dermaßen hart reinziehen, dass ich so leicht verrecke. Kann natürlich alles sein. So. Heideschwertchen. Ach, jetzt kommt ja wieder der Sprengmeister. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen ihn tun soll. Ich versuche ihn ganz vielleicht anvisieren. Wegrennen. Schießen. Nein, schießen. Mach doch was. Oh. Eieiei. Wie kann so eine einfache, räudige Gegnerart nur so nervig sein? Ich meine, die sind ja nicht besonders clever und kompliziert. Die haben nur mit ihren Selbstmordangriffen eine unglaubliche Reichweite. So. Hundili. Und da oben müsste auch noch einer sein. Aber Hundili mal ein bisschen reizen. Schön auf dem Arsch. Das sind das, die praktisch die Treffer, die wir brauchen, um ihn zweimal wegzukillen. Also mit zwei Schlägen. Oh. Gut, da ist er ja schon. Jetzt können wir uns auch um Hundili kümmern. Wenn wir ihn nochmal anpeilen. Ja, nicht runterfallen. Ganz wichtig. Nein! Da war ja noch ein Loch. Nein! Auf dieses Drecksloch bin ich doch schon mal reingefallen. Dieses... Ey, egal welcher Programmierer dieses Schweineloch da reingebaut hat, der gehört gestraft. Ey, nochmal von vorn. Ich spiele schon 10 Minuten und komme keinen Schritt voran. Da kann ich ja gleich wieder ins Feuerloch kriechen. Da habe ich auch was Maul gekriegt. Eieieiei. Ach, ey. Mann, Mann, Mann. Wenn ich an der Stelle bin und meine Überreste wieder eingesammelt habe, dann nehme ich mal den Lebensring. Der Vorteil ist natürlich, umso öfter ich diesen Trip hier mache, umso öfter sind... Also irgendwann sind die Spinner hier alle weg. Das war nicht das große Ziel, was ich eigentlich hatte. Huh, war da nicht gerade Gegenstand auf? Ja, okay, der wird wahrscheinlich wieder runtergefallen sein durch einen Spalt. Und zack. Tschüss, ihr Wichser. Nein. Okay, da hat wieder sein Schattenschwertchen. Uiuiui. Wollte ich noch mit einem dicken Spruch die Typen wegbomben? Lächerlich. Einfach nur lächerlich.
Freddy McFettsack. Ja, super Ding. Brauchen wir natürlich gar nichts. Ja, ich ziehe mich mal wieder zurück. Ja, wohin zurück? Ich sehe gar nichts. Oh, und ich habe den Hundi gleich mit einem mit reingewischt. Geht denn das? Kann ich da durchschlagen? Nee. Und da kommt er. Dürfte gewesen sein, oder? Yeah. Ach ey, es ärgert mich gerade, dass ich in dieses Loch reingeplumpst bin wie ein Vollidiot. Und dann muss ich wieder an den Sprengheini vorbei. Weil wo ich mich immer total behämmert anstelle. Ich weiß aber auch nicht, was da wieder cleverer, also wie man da vorgehen kann, dass man da nicht unbedingt weggefistet wird. Wahrscheinlich mit einem schnelleren Schwert. Alter, reiß dich doch mal. Der hat mich runtergeworfen. Er hat Hilda runtergepuncht. Reiß dich, Mann! Also manchmal glaube ich auch... Ist das heute Freitag der 13.? Heute läuft ja gar nichts. So. Ich bin fast wieder da, wo ich eigentlich hin wollte. So, ich mache das nochmal mit der Magik-Taktik. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Da kommt er. Schön langsam. Magie! Ist jetzt echt nicht die cleverste Taktik, aber was soll's. Den sieht man da oben ganz, ganz schlecht. Der kommt immer so am Ende. So, jetzt Snoopy noch besteigen. Besteigen! Besiegen! Ich will doch keinen Hund besteigen. Seel? Überreste? Yeah, yeah. Jetzt muss ich eigentlich den Ring anlegen. Ich bin gerade nur zu feige zu wechseln. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so ein komischer, ich spreng mich selbst die Luftspringer. Nee, das Heideschwert hat schon was. Das könnte man gut aufbomben. So, Snoopy. Nur wir zwei noch. Und mein Schlag daneben. Ich überschätze die Reichweite dieses Drecksschwert immer wieder. Also ich mag es wirklich, dieses Schwert. Aber warum überschätze ich da mal die Reichweite? So, wieder mal Heideschwertchen ausgeholt. Ich bin ja jetzt fast da. Der Ring. Oh, ich hätte ihn schon fast wieder vergessen. Dann nehme ich lieber diesen Seelenabsorptionsring weg. Dann lieber... Na, wo ist er denn hin? Ach Gott. Ach, der ist schon zerbrochen. Ich Affenkaiser. Ja, Leute, das ist natürlich gute Planung, wenn man den Ring, auf den man gerade bauen möchte, schon kaputt gemacht hat. Aber ich kann mich jetzt nicht einfach wieder zurückziehen. Das wäre mehr als lame. So, ich werde jetzt Snoopy mal versuchen anzulocken. Wo ist denn der Hund hin? Das ist kein Sprenger, oder? Es ist ein Sprenger, es ist ein Sprenger, es ist ein Sprenger. Mistvieh! So. Und dich auch noch. Auf jeden Fall haben sie den Schwierigkeitsgrad dieser Fackelheinis wirklich runtergenommen. Also in den ersten Dark Souls waren die furchtbar. Die haben auch Flammenwurf gemacht und so weiter, indem sie einfach aufgepustet haben. Und diese Flammschäden waren wirklich immens. Ah, ich sehe den Hund. Kann es sein, wenn man nicht die Fackel anhat und generell weniger sieht, dass man die Gegner auch schlechter sieht? Es kommt mir jetzt gerade so vor. Och nee. Estus, Estus. Ich weiß nicht, ob der Hund jetzt noch runterkommt. Tut er natürlich. Ey, ist eine Mischung zwischen einer Ratte und einem Hund. Also, und hier haben wir das letzte Mal auch festgehangen. Also ich und Jonas. Ich werde jetzt mal den dummen Schmetterling nochmal nehmen. Inventar. Na. Ich habe ja noch ein paar davon. Und wann soll ich die schon noch mal nutzen, außer hier? Na, anzünden. So, und wegpacken. Brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Hm, und das war der Raum, wo wir erst nicht weiterkamen und dann gesehen haben, da drüben geht es ja weiter. Aber da bin ich mal eiskalt. Daneben, bin ich da eigentlich gestorben? Bin ich da einfach nur daneben gesprungen? Ein bisschen tiefer ziehen vielleicht, Hilda? Ah, einen haben wir. Gut, das war gar nichts. Ich habe ja letztens erzählt, man kann mit dem Fernglas und zusätzlich noch... Na, wo ist das Fernglas? Mit Magie snipern. Aber ich bin mir nicht so sicher... Also ich hab's gehört, ne? Probieren wir es einfach mal, ne? Alter Falter, das geht wirklich. Ich bin gerade schwer auf begeistert. Und durch das kurze Leuchten sehen wir noch unsere Ziele ziemlich gut.
Da hinten sind sie. Das Gute ist, ich kann auch Zaubereinsatz wiederherstellen. Also so ist es nicht. Ich habe noch genug Items. Sau stark. Puh. Ja, ich würde jetzt wieder die Fackel nehmen wollen. Das ist natürlich ein beschissener Sprung. Ja. Yeah. Ja, bloß keine Magie möchte ich machen. Ich möchte gern... Ach, da kann ich wieder anzünden. Sehr schön. Dann kann ich ja wieder mein Schildchen nehmen. Nimm mal kurz mal weg hier das Ding. Also keine Fackel brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, der möchte nicht mehr aufwachen. Na, ich bin jetzt weiter als vorher. Also ich bin jetzt gespannt. Und da hinten ist ein Leuchtfeuer. Geile Scheiße. Jetzt nichts mehr falsch machen. Schön das Leuchtfeuer entzünden. Und schon bin ich zufrieden. Ach Leute, da hat sich der Part wieder gelohnt. Ich bin ein Stück weitergekommen. Also für mich hat es sich gelohnt. Ich weiß nicht, ob es sich für euch gelohnt hat. Das hoffe ich natürlich, sage ich mal. Kann ich jetzt umschalten? Ich möchte am Leuchtfeuer. Yeah. Nein, Lebensstein. Bist du denn völlig bekloppt? Ich wollte umschalten. Fackel anzünden. Ach, die Steuerung, ey. Manchmal. So. Toll, jetzt bin ich hier. Aber wie geht's jetzt weiter? Warum sieht das hier aus wie eine... Noch ein Lebensstein. Ey. Ich könnte mich gerade selber schlagen. Und nun? Da unten leuchtet was. Ich lasse mich hier garantiert nicht runterfallen. Hä? Okay, hier ist nur weiterhin kaputt. Aber es ist nicht ein Leuchtfeuer, wo das heißt, ich muss mir jetzt einfach nur zurück teleportieren, oder? Ist das jetzt hier so eine Art Rätselraten? Ich meine, ich sehe da unten... Also man kann da schon runterfallen. Leiter? Nee, das ist keine Leiter. Aber ey, das ist doch nicht die Lösung, Leute. Okay, es muss hier irgendwo eine Möglichkeit geben. Aber ich Blindfisch, ihr kennt mich doch. Ich finde das doch nicht so schnell. Vielleicht nie. Aus Verzweiflung lasse ich mich hinterher dann sowieso wieder fallen. Ich merke es jetzt schon. Und das alles nur, weil hier ein paar Bretter sind. Ich meine, hey, ich habe hier ein Riesenschwert. Okay, okay. Erstmal wieder rüber. Vielleicht habe ich hier drüben ja was übersehen. Da scheint es ja auch rüber zu gehen. Allerdings nicht von der Seite, so wie es aussieht. Da? Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, weil ich die Leiter nicht sehe. Und nochmal. Da kann ich hier noch so alles totschlagen. Vielleicht sollte ich einfach mit einer Fackel mich umsehen. Da sehe ich ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Plan. Ich gucke mich jetzt hier hinten nochmal um. Ah, ich mache mal eine Fackel an. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg jetzt normal zu laufen. So, erstmal hier drinne. Da geht es eigentlich rüber. Und da bin ich runtergebrochen. Wieder mal. Hier geht es auch nicht lang. Tja. Nein, 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 nein. Oh. Alter Scheiße. Man kann hier auch nicht abfackeln oder irgendwie was. Ich sehe auch keine Leiter. Das ist doch total bekloppt. Wozu das Leuchtfeuer? Einfach um mich zu ärgern? Ja, ich habe keine Ahnung, wie es gerade weitergeht, Leute. Das enttäuscht mich jetzt gerade schon ein bisschen. Ich kann auch nicht weiter wegfackeln oder so. Irgendwas hat da wieder auf mich geschossen. Ich weiß das, aber... Tja, wie komme ich da wieder hoch? Gibt es hier durch? Natürlich nicht. Ich werde jetzt natürlich nicht runterspringen. Also dafür habe ich meine Lebensringe jetzt nicht... Also praktisch, ja, den könnte ich mal wieder reparieren gehen. Wir machen es folgendermaßen. Ich gehe erstmal nach Manjula, repariere meinen Ring. Dann gehe ich wieder und versuche mal durchzurushen, damit ich schnell wieder hinkomme und falle diesmal nicht in dieses Loch. Also ich weiß nicht, wo es bei diesem Leuchtfeuer weitergeht. Vielleicht gibt mir da jemand noch einen Tipp. Das kann ja sein. Und wenn nicht, dann gucke ich mich halt offscreen ein bisschen um, damit das jetzt nicht den ganzen Part füllt. Aber ich würde gerne den Part schon ein bisschen weitermachen und deswegen würde ich die Strecke halt nochmal laufen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen lame ist. Aber erstmal den Ring reparieren. Eieieiei. Nee, auf keinen Fall. Reparieren, genau. Oh, 3000 Seelen wieder rausgehauen. Und jetzt kann ich wieder ranlegen. Oh, ich habe auch gerade Fettwurst. Ist das alles nur nicht das wunderschöne Fernglas?
Das könnte durch das Fernglas gewesen sein, dass ich genau die 2% über habe. Hm, weg damit. Tatsache, es war das Fernglas. Reisen und ja, was soll ich machen? Wieder ins Löchlein, ne? Also in dieses tolle... Das war's nicht. Da ist es. Mittleres Loch. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß ehrlich nicht, was ich jetzt mache. Ich gehe nochmal ins mittlere Loch rein und gucke mich dann nochmal um. Mann, diese ganzen Umentscheidungen. Ist ja furchtbar. Vielleicht, wenn da die Decke noch nicht eingestürzt ist, komme ich da irgendwie lang. Ich weiß es nicht. Ist eigentlich auch Schwachsinn. So, jetzt nochmal ganz konsequent. Es ist schön, dass ich hier ein Lagerfeuer habe, aber ich glaube nicht, dass es nur zum Wegteleportieren ist. Glaube ich ehrlich nicht. Ja, ich nehme mal mein anderes Schwert, das andere werde ich ja noch brauchen. Das sind die ganzen Giftspinner. So, und da ist eine Leiter, die nach unten führt. Es ist eine Leiter da. Boah. Den habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ah, wo kommt denn das jetzt her? Ah, schön. Unerwartet, aber gut, Leute. Und ich habe immer noch den Ring der Lebenssicherung dran, merke ich gerade. Und irgendwie auch nichts zum Fackeln machen. Hier geht's wieder runter. Also geht's in alle Richtungen runter. Also ich bin froh, dass ich weitergefunden habe. Ich werde jetzt erstmal den Ring der Lebenssicherung ranhängen. Gegen den TP-Ring. So, jetzt fühle ich mich gleich viel besser und sicherer. Ich gehe trotzdem mal vorsichtig voran. Nein, Alter, ich hasse diese Mistviecher. Lieber nochmal zum Lagerfeuer. War ein scheiß Anfang. Aber wo dann weiter? Also noch so richtig im Plan habe ich noch nicht. Was brauche ich eigentlich für ein neues Level? Vielleicht ist das ja erstmal ein Plan. Wenn mich jetzt nicht gleich der nächste Gegner anspricht. 14.000. Oh, noch 9.000. Ich würde erstmal wirklich auf Resistenz gehen. So, jetzt müsste ich jetzt gleich mal wieder Party hier kriegen. Ich höre sie schon trippeln, da sind sie. Ankotzen tut er mich, ist ja ekelhaft. Du kotzt mich auch an. Und ich hoffe hier irgendwo noch... Ne, das ist nur so ein Giftspeier. Jede Menge Leitern, die nach unten führen. Und ein Nebelgate. Oh... Ich gucke mich erstmal unten noch weiter um, bevor ich durchs Nebelgate gehe, denn Nebelgate stinkt nach Endgegner und ich habe gerade so viele Seelen und einen ganzen Ring der Lebenssicherung. Also warum mich erstmal mit den Endgegnern kriegen? Oh, Gegenstand. Was haben wir denn da? Jauche-Küchlein. Das ist gut zum Vergiften, denke ich mal. So, erstmal gucken, wo es da hinten hingeht. Da unten. Sehr interessant. Geht's jedes Mal woanders tiefer. Ich werde mal alle Leitern abchecken. Vielleicht soll ich das mit einer Fackel tun. Bin mir nicht ganz so sicher. So, die einen hinten außen haben wir. Da ist die Nebelwand. Ich probiere erstmal die... Warte mal, ist da noch was drin? Könnte ich ja mal testen. Schmetterlich. Nix. Ah, es ist ja voll arschdunkel hier. Und da geht es noch tiefer. Ah, ich bin gerade unentschlossen. Ich denke, da unten geht es ja nur noch weiter. Ein anderes Nebelgate. Geht's auch wieder hoch. Ach Mann, ey, ist das verwirrend. Mann, ist das Dark Souls. Und da geht noch eine Leiter tiefer. Und da gehen Leiter wieder hoch. Ach, ist das wunderschön. Und da hinten ist ein Gegenstand. Ich soll jetzt kombinieren, wie ich da hinkomme, oder was? Okay, die Leiter hatten wir auch schon. Ich fühle mich ein bisschen wie in so einer schlechten 60er-Jahre-Gag-Sendung, wo die Typen ja durch eine Tür reingehen und bei einem anderen wieder rauskommen und dann so lustige Hillbilly-Musik im Hintergrund gespielt wird. Nee, Leute. Ich kam mich schon her. Ganz so verarschen lasse ich mich auch. Nee, Moment mal. Alter, sind das miese Arschlöcher. Wenn man die Leiter genommen hat, naja, Halleluja. Ah, da geht's auch noch eins tiefer. Das ist da auch eine Leiter, die ins Nichts führt, oder? Nee, die führt auf den Boden. Das Ding hat einen Boden. Und da ist einer mit mit Schattenschwert. Lieber wieder hoch. Der kommt auch zu uns hoch, oder? Jawohl. You are welcome, mein Freund. Grüß dich. Nein. Ach, ist das dumm.
Alter, ist das dumm. Ah, ey, ich hab's einfach nicht drauf, Leute. Es tut mir leid. Na gut, wieder runter. Okay. Der hat auch ein wunderschönes Shirt, ein Schwert. Sag mal, seid ihr alle voll? Alle total schwach eigentlich? Aber die übelste Bewaffnung. Ist wie, als würde man, weiß nicht, irgendeinen totalen Schwächling als Kämpfer eine Knarre geben. Ah, noch einer. Ja, ja, komm. Halt's Maul. Finsterer Nebel. Das müsste neue Magie sein, aber die will ich mir schon. Nee. Ekelhaft? Komm her, du Affenkaiser. Ich muss aber nochmal hoch, weil ich noch nicht alle Gegenstände da oben geholt habe. Lebenstein. Gut, warum nicht? Ich habe vorhin solche Lebensteine in den Mengen sinnlos verbraucht. Da ist das schon mal ganz gut. Sind die doch schon tot, oder? Sind die, die ich erwischt habe? Das verwirrt mich mal ein bisschen, weil normalerweise verschwinden die ja. So, wieder rauf. Hey, eine Truhe. Lieber erstmal draufhauen. Traue keiner Truhe bei Dark Souls. Oh, kein Gift, keine Stacheln. Nur eine riesige Keule drin. Haben wir sowas nicht schon mal gehabt? Einfach die fette, riesige Keule. Kurz mal ausrüsten, dass wir mal sehen können, wie das Ding aussieht. Ja, sowas haben wir noch schon mal gehabt, obwohl das Ding ist ja wirklich atzenriesig. Was habe ich denn dafür weggehauen? Mein Zauberstab, glaube ich. Den brauche ich jetzt allerdings wieder. Na, genau. Oder ob ich mir die Gegenstände beim nächsten Mal, oder... Nee, ich hole sie gleich. Ihr sollt ja auch sehen, was da drin ist. Für diejenigen, die es nicht wissen. Ich hole mir manchmal aus Versehen Zeug offscreen, dann erzähle ich euch davon. Aber es muss ja auch nicht sein. Dann gehe ich lieber nochmal die Leiter runter oder lasse mich irgendwo runterfallen mit dem Katzenring, um euch das nochmal zu zeigen. Und das Zeug muss da hinten irgendwo liegen. Von hier aus komme ich nicht lang und springen hilft da auch nichts. Da liegt das Zeug. Da komme ich da vielleicht nur vom Nebelgate ran? Ich kann es nicht sagen. Aber die naheliegendste Leiter ist eigentlich die hier. Die ist nicht wirklich super naheliegend, aber... Da kann ich mich doch fallen lassen drauf, oder? Ich habe ja den Katzenring an. Kann man ja mal probieren. Boah, kein Problem, noch nicht mal Schaden gekriegt. Uah, kleinere Schwert gefälligst. Und es ist drin, hat sich wenigstens gelohnt. Faules Harz. Naja gut, hat sich schon ein bisschen gelohnt. Ich lasse mal das kleine Schwert ausgerüstet. Mmh. Ach, guck einer an. Man fällt also nicht völlig runter, man fällt nur auf die nächste Plattform. Auch neu. Okay, jetzt müssten wir alle Items haben. Ich werde jetzt mal ein bisschen den Finger ziehen und weiterkämpfen. Ich werde allerdings diese komischen Krüge wegmagisch wegbomben. Also ich habe keinen Bock. Ich weiß nicht, was diese komische Flüssigkeit ist und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, es rauszufinden. Sieht schon ein bisschen aus, als würde es in die Luft sprengen. Die ganze Sache hier, als wäre es Sprengstoff. Na, jetzt. Nein. Ich sehe mal einen Scheißdreck. Was soll mir die Nummer hier sagen? bin ich bei Indiana Jones und ist der Sprung des Glaubens? Ach Gott. Ich hau wieder ab. Wenn mir jemand sagt, für was dieses Löchlein in der Wand da gut ist, dann werde ich es auch gerne den Sprung wagen. Ansonsten gehe ich jetzt erstmal durchs Nebelgate. Ich habe zwar 7008 Seelen und den Ring der Lebenssicherung an und das wäre eigentlich schon wieder... Ach, hier ging es ja nicht hoch. Wäre eigentlich schon fast wieder Verschwendung. Aber was soll ich denn machen? Ich kann höchstens hochgehen, eine Fackel nutzen und mal gucken, wie es da hinten aussieht. Wäre vielleicht ganz praktisch. Vielleicht ist hier unten auf dem Boden was, was ich jetzt nicht sofort sehe. Ich werde es mal probieren. Also ich denke mal, das Loch werde ich dann beim nächsten Mal, also das Nebelgate, beschauen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wenn da wirklich noch ein Endgegner ist, dann ist es doch clever, den beim nächsten Mal zu kriegen. Dann habe ich schön Ausdauer und Zeit und dann passt das. Ach, wieder hoch. Ein unsanfter Aufstieg.
Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt Seelen bekommen. Wahrscheinlich ist irgendein Depp da wieder runtergefallen. Kann mir aber ganz recht sein. So. Uah, nicht in die Löcher fallen. Fackel anzünden. Sehr gut. So. Vielleicht sehen wir jetzt noch ein paar Dinge, die wir vorher nicht erkannt haben. Aber ich glaube, es war nicht. Aus der bin ich gekommen hier, oder? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich baue eine Leiter weiter. Ist aber egal. Die führt ja auch nach unten. Da habe ich auch noch was nicht kaputt gemacht. Nochmal zurück. Ja, ich würde gern alles einsammeln. Das ist ein übelstes Labyrinth hier. Aber hier unten war ich doch schon. Warum habe ich den Krug nicht gesprengt? Ne, hier unten war ich schon, aber ich habe den Krug nicht gesehen. Der muss irgendwo an einer anderen Stelle sein. Da drüben. Aber wie kommt... Da hinten ist noch eine Leiter? Ist da überhaupt ein Item drin? Lohnt sich das überhaupt? Na, nicht so schlecht zielen vom Fräulein. Los. Ich will jetzt aber nicht das Fernglas ausrüsten, da ist die Fackel wieder aus. Na, noch ein bisschen tiefer. Das war zu tief. Nochmal. Zu hoch, jetzt aber. Zu tief. Ey, Hilda, verarsch mich nicht. Jetzt? Kann die nur drunter oder drüber? Ja. Nein, da war nichts drin. Aber ich glaube, bei so viel Zeit, die ich jetzt damit verballert habe, hätte ich auch einfach hingucken gehen können. Ach Gott. Ich hoffe jetzt auch, diese Grube ist nicht einfach nur eine bloße Verarschung, dass da einfach gar nichts ist. Das wäre natürlich auch bitter. Na gut, schauen wir mal. Nee. Es geht da runter. Sehr gut. Gut, ich habe jetzt nicht den Katzenring dran gehabt, das wäre natürlich cleverer gewesen. Und es gibt einen Gegenstand. Duftzweig. Yeah! Der obligatorische und gefährliche Duftzweig, was heißt der obligatorische, den ich versprochen gekriegt habe, dass der kommt. Und warum nehme ich jetzt ein erstes Fleck? Bin ich völlig bekloppt? Ich wollte eigentlich nur die Fackel ablegen. So. Oh Gott. Es kommt auf jeden Fall zum Giftgegner. Das habe ich schon sowas von dem Gespür. Zweimal Nebelgate. Und ja, ey, mein Gott, sterbe ich halt und verliere die paar Seelen. Ich will euch ein bisschen was zeigen zum Abschluss noch. Was denn? Nix? Kein Endgegner? Und ich mache mir ins Höschen? Schwarze Schlucht. Aber die sieht mal arschgeil aus. Ein bisschen wie aus einer anderen Welt. Aber ich glaube, hier muss man extrem vorsichtig sein. Muss man bei Dark Souls grundsätzlich. Aber diese komischen ganzen Giftsprühe sind mir halt einfach mal unsympathisch. Und wie gesagt, meine Resistenz ist noch ziemlich bescheiden. Deswegen werde ich jetzt noch nicht so auf dicke Hose machen und hier durchrushen. Und was sind das für komische Pfützen? Uah, die habe ich gerade übersehen. Alles sehr merkwürdig. Ich würde mal am liebsten mit Magie noch den Lichtschein kaufen. Ach, ein Leuchtfeuer. Na, ich werde den Part jetzt aus Neugier einfach noch nicht beenden. Ich bin wirklich noch neugierig und wir sehen, wie es weitergeht. Auch wenn der Part dann wieder extended ist. 10 Minuten habe ich noch. Danach wird es meistens ekelhaft mit der Soundaufnahme, die zu speichern. Da habe ich immer Angst, dass es wegstürzt, weil der Computer sich da einfach mal fett aufhängt. Okay, die Viecher scheinen nicht zu schießen. Okay, die schießen schon. Die Assis. Ja, natürlich vergiftet. Aber nicht so schlimm. Der Ring müsste es ja wieder rausholen. Nein! Ich hoffe, der beeilt sich. Estus. Sterben echt daran nicht, ihr Idioten. Vielleicht ist es auch nur so ein kleiner Zwischenpart. Alter. Wieder vergiftet. Und ich denke mal, in den Pfützen gibt es wieder Gift. Aber was soll ich die ganze Zeit tun? Ich kann nicht alle zerschießen oder so. Obwohl, mache ich halt mal die Sniper-Action, ne? Warum eigentlich nicht? Wenn ich die Technik jetzt schon für mich entdeckt habe, kann ich das auch gleich mal machen. Na, Fernglas. Nee, das soll ich natürlich... Doch, war die richtige Hand. Wo ist das Fernglas? Machen wir halt mal ein Fett auf Sniper-Action. Headshot. Ja, so fühlt man sich wie bei Call of Duty. Da bin ich zwar auch nicht der beste Spieler, aber ich hatte so meine Phasen. Da konnte ich wirklich mal was leisten in dem Spiel. Na, komm schon.
Soll erstmal reichen. Uah! Die ganze Gegend ist ja noch voller Assis. Natürlich wieder vergiftet. Natürlich gleich tot. Natürlich Estus Flag. Estus Flakon. Da weg. Ich glaube. Boah, ist doch nicht normal. Man weiß auch nicht, aus welcher Richtung die ballern. Ja, das bist du, ich weiß. Ich werde demnächst meine Resistenz mal hochnehmen. Definitiv meine Resistenz. Oh! Was seid ihr denn? Nochmal was Neues. Okay, greift er mich an? Ich glaube, der will es wissen. Na, zeig mir deine Move-Palette. Sehr süß. Opfer. Ob die ganzen Viecher wieder da sind, wenn ich mein Estus wenn ich wieder mich reporte. Ob ich die jedes Mal auslöse hier in den Löchern? Yo! Da ist wieder einer. Hat er erstmal eine sitzen, der Spinner. Na, was nun? Ne? Hä? Ey, ich hab den noch gekillt. Ich hab doch den Treffer vorher gelandet. Oh, mit einem Treffer. Ja, Leute. Das wird bestimmt eine interessante Runde, durch dieses Gift- und Fallengebiet zu latschen. Ich werde mir ein paar Taktiken einfallen lassen und dann werde ich die quasi alle töten. Obwohl ich der Überzeugung bin, dass ich trotzdem schon vorher zugeschlagen habe. Aber wahrscheinlich hat den seinen Angriff schon ausgelöst. Kann ja auch sein. Da werde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also bis die Tage. Ciao.